So, hallöchen, willkommen zur nächsten Folge, Herr Rath. Ja, ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh Mann, ey. Hab schon Bock. Aber ob sich das lohnt, dann war ich nur um 3:30 pennen gegangen, weil ich kurz noch morgens raus musste. Deswegen, wenn ich dann Auto fahre, penne ich lieber noch mal ein paar Stunden heute. Deswegen. Ja, das ist klar. Das ist klar. Ich war gestern mal ein bisschen zu spät. Ich habe nicht alle Sachen geschafft zu erledigen hier, vor die Woche anfängt. Deswegen dachte ich, ich mache das heute, aber... Ja, komm, wir gehen noch ein bisschen rein, hab Bock. Wenn jemand da ist und wenn ich du da mir, bist... Ich hatte, mir ja ich hatte ja gesagt gehabt, dass die Decke etwas zu niedrig gebaut ist hier im Innenraum, ne? In dem vorderen Würfel, ne? Ja, ja. Jetzt habe ich einen Anbau gemacht, der etwas höher ist, ne? Und wenn du jetzt gleich reinkommst, müsstest du eigentlich voll den Platzorgasmus kriegen, wenn du die Tür aufmachst. Allein wenn ich dich schon sehe und höre, kriege ich einen Orgasmus. Kuss. Ja, glaube ich nicht. Muss doch nicht sein. Yo, was ist denn hier? Lol, wo sind die? Okay. Okay, die Kisten sind gleich geblieben. Einfach nur in den Reihen, in den Reihen. Alles, was hier unten war, an Kisten und Regalen, ist alles in den Dingern umgelagert schon. Ich dachte mir, also wenn du einmal online bist und der Server an ist, dann ist alles umgebaut. Krasse Scheiße. Ich habe bis jetzt nur so ein bisschen, ich habe zwischendurch noch World War 3 gespielt, ein bisschen, glaub so von 5 bis 10 oder so und habe danach dann erst richtig angefangen. Und im anderen Haus habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe nur jetzt hier so grob. Oh, jetzt kann man ja auch hier kochen, ja. Aber oben der Strom hast du gelassen, oder? Dass ich dann AOE kochen kann, also AOE Sachen machen kann. Ich habe nichts von den anderen Sachen angefasst. Oh, krass, geil. Okay. Die Batterie zu laden sollen in der Zeit. Die sind voll. Passt voll. Schon, ne? Ich habe auch nicht viel benutzt. Aber das Dach schließt immer genau mit den Fenstern ab, ne? Das habe ich sofort gesehen. Also das war mein erster Blickfangblick. Krass. Ja, nice. Schön, schön. Ich lass mal hier Stücke rein tun, dass es meine Batterie lädt. Jetzt werde ich die ganze Batterie werde ich verbrauchen. Oh, ich habe noch 1000 Suppen. Hast du es gestern mitbekommen, was ich gemacht habe mit den ganzen Suppen? Ja, doch, nee. Du warst teilweise dabei. Du brauchst Fleisch. Zwei Fleisch und einmal Pilze, dann hast du dieses mit dem Buff. Mhm. Easy. Ich habe hier hinten in der oberen Kiste die zwei Militärrucksäcke, die ganz außen rechts sind. Die drei. In zwei davon habe ich nur die kompletten Benzinfässer, die großen, reingefummelt. Komplett. Die ganz außen. Warte, reingehen, also, links, auf der linken Seite, ganz hinten oben. Okay. Ah ja, da, okay. Da sind die ganzen Fässer drin. Ja, habe ich so ein bisschen. Ich habe auch das Auto komplett leer gemacht. Ezro, mein Freund. Habe die Masern. Habe die Ehre, habe die Masern. Servus, grüß dich. Vielen herzlichen Dank. Was geht? Was habt ihr gemacht? Ich war gerade in Distiller drin und bin jetzt in No One Survivor eingegangen. Mit Heratos noch ein bisschen Schweine reinmachen hier in der Nacht. Wie geht's? Wie steht's? Vielen Dank für den Raid. Willkommen, Raider. Danke, dass du die komischen Leute, also die tollen Leute, mich hier dem komischen Streamer anvertraust. Guten Abend. Was geht? Und in diesen drei Militärrucksäcken ist alles voller Benzin oder was? Ja, müssten eigentlich die drei Rucksäcke so gut wie voll sein, beziehungsweise einer vielleicht nicht ganz. Okay. Irgendwann gibt's auch einen Conan-Server von mir. Mal gucken hier. Aber momentan habe ich 4 Survival-Games, die ich durchswitche, plus einen Tag WoW. Reicht. Erstmal. Bin ich gesetzt, bin ich zufrieden. Hab viel davon gehört, hab Bock. Okay. Cool, da muss ich gar nicht einloggen, das Auto ausräumen. Jetzt, wo ich nur ein Stündchen oder so, eineinhalb, je nachdem, schauen wir mal, da bin, würde ich halt Action machen. Hast du gesehen, die Action bei Distelia gerade? Wild, oder? Ein bisschen nebenbei, wo ich auf eine Runde bei World War 3 gewartet hatte. Was? Kann man da, Ezro, wenn man jetzt zum Beispiel bei Conan so... Gibt's da gut PvE? Kann ich da einfach so rein? Und brauch keine viele Freunde? Bräuchte ein Freund oder ein Solo-Abenteuer? Geht das auch? Also wenn du alleine spielst, ist es ein bisschen langweilig. Zu zweit ist auf die habe ich mit einem Kollegen immer gespielt. Das ist auf jeden Fall ohne weiteres. Wenn du PvE haben willst, würde ich auf jeden Fall alles solo. Den Purge anlassen. Das heißt, je weiter du vom Spawngebiet weggehst, und Gebäude stehen hast,
kommt dann entsprechend, je nachdem, was du da stehen hast, in regelmäßigen Abständen eine Invasion, so gesehen. So wie hier, oder was? Bei, so wie hier mit den Zombies. Ja, nur je weiter du vom Spawngebiet weggehst, desto gefährlicher wird der ganze Kram auch. Ah, hier in dem Rucksack ist ein Sonnenhut. Hast du das, an oder aus, Ezro? Nochmal, was für ein Hut, was? Eine Kippe habe ich hier gefunden und einen Sonnenhut. Oha. Also bei Kohn, wenn man PvE spielt, mit Kollegen nur so und ein bisschen so hat, ist Purge eigentlich Minimum, was man anlassen sollte, weil sonst ist es viel zu langweilig auf Dauer. Ich weiß doch, da kann man irgendwelche Sachen auch zähmen und so und keine Ahnung. Also das und war du halt... kriegst auch gewisse, du weißt ja, bei Kohn gibt es ja Sklaven, die man sich ja als NPCs dann holen kann. Mhm, genau, das ist dieses Zähmen, was ich meine. Anstatt bei Arke sind es ja... Ist der Tiere, da sind halt, ja. Kommen ab und zu auch menschliche Gegner und einige von diesen menschlichen Gegnern sind NPCs, die du normalerweise so nicht kriegen würdest. Auf dem Server, wo ich bin, ist die an. Okay, und bockt dich das? Okay, nicht kriegen würdest, okay. Können wir dann mal schauen? Irgendwann, ich habe ja schon Bock drauf. Aber davor habe ich und machen wir noch lange hier weiter und so. So gehen wir generell die ganzen Projekte, das 7 Days noch irgendwann, dann irgendwann Kronen. Vielleicht irgendwann sogar Valheim, so wie das, Udo möchte. Dann, ja, switch mal durch hier. Mir taugt das Game voll. Ne, das ist gut, das ist gut. Das ist schön. Ich bin halt kein so ein PvP-Fan. Deswegen frage ich ja explizit für ein PvE. Und ich mag halt so Spiele gerne dann, ist immer so, wenn ich sage, ich habe jetzt keine Lust, dann pausiere ich es, mache ich irgendwann weiter. Irgendwann ist er meistens in einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Aber ich möchte halt selber mir das Ende bestimmen. Auch hier kann man ja looten, machen, bauen. Wenn man irgendwann sagt, gut, jetzt habe ich das genug gemacht, machen wir jetzt Pause, macht es irgendwann mal weiter. Ich mag das halt sehr gerne. So. Die Kippe packe ich mal bei dir in die Kiste rein, so lange. Schau mal, ich habe hier ganz viele Suppen. Willst du ein paar haben? Ich hatte erst nicht hochgegessen gehabt. Ja, die. Na gut, die komplett ablaufen, nehme ich mal direkt. Das sind diese Buff-Suppen hier. Ich habe also Buff-Suppen habe ich zwei verschiedene. Einmal schmackhafter Gemüseeintopf. Das war, glaube ich, Pilz, Kräuter und Wasser. Bin ich nicht sicher, kann ich gleich mal testen. Und das andere ist auf jeden Fall Fleisch, Pilz gewesen. Das ist safe. Ja, ja, Fleisch und Pilz gibt auf jeden Fall so ähnlich wie ein Chili. So, das, genau, so schmackhafter, reichhaltiger Eintopf. Und das andere gibt ja auch wie ein Chili. Der Gemüseeintopf ist das gleiche. Ist halt nur, ist halt mehr Kohlenhydrate statt Proteine, aber es geht ja um den Buff. Geht ja eigentlich um den Buff, der ist halt da. Ich probiere das mal. Was hatte ich gesagt, was soll ich machen? Also Pilz, Kräuter, Wasser. Ich wollte halt sein Gebäude drüben noch leer räumen, da bin ich aber noch nicht ganz zu gekommen. Weil ich wollte dann da an der Stelle, weil das ja so ein bisschen abschüssig ist, ja, gucken, dass ich so auf Straßenhöhe vielleicht hinkriege, ein kleines Gebäude zu bauen, so wie das jetzt da steht. Und dann die Seite offen zu lassen, so doppelt, dass man das so als Garage oder so fürs Auto nimmt, so im Endeffekt. Okay. Ja, klar. Sicher, da hast du schon, steht ja schon ein Teil. Klar, passt ja perfekt hin. Da. Nee, ich würde höchstens gucken, ob ich es verlängert kriege um einen Slot oder komplett was wegmache. Mhm. Und damit, ich weiß nicht, ob man eine Treppe oder so nehmen muss, um dann halt so eine Rampe zu imitieren oder ein Dachstück als Rampe oder so reinhaut. Okay. Ich habe jetzt hier einen Gemüseeintopf nur bekommen, wenn ich Kräuter und Pilze nehme. Aber wie habe ich denn den Gemüseeintopf, den schmackhaften gemacht? Was habe ich denn gestern gemacht? Wie komme ich auf den Schmackhaften?
Ah ja, wenn du noch Fleisch brauchst, gedörrtes, hier unten in der Werkbank sind noch gefühlt fast zwei komplette Reihen voll mit gedörrtem Fleisch. Wenn ich das koche, zählt es auch, als ob ich normales Fleisch kochen würde, zum Rezept testen? Das zählt als normales Fleisch, nur nicht als Wolf, Bär oder sonstiges, zählt als Dörrfleisch. Ist Fleisch, ja. Okay, das ist verbrannt, okay, das war scheiße, okay. Weil ich hatte vorhin auch wieder so viele Tiere und so gehabt, da hatte ich dann halt die Regale benutzt und einfach hier durcheiern lassen. Mhm. Ah ja, die. Achso, die ist nicht leer, gell? Es gibt hier Essen. Ich tu mal kurz in die Munikiste mal die ganzen Sachen mal schnell. Da ist so noch ein bisschen Platz. So, wenn ich jetzt vielleicht die Ordnung gleich kaputt mache, dafür bin ich ja da. Dass ich hier. Ich hab's auch nur einfach grob erstmal so ein bisschen gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass es jetzt fix ist oder so alles. Wir können halt immer noch umsortieren oder sonstiges. Das ergibt sich ja dann sowieso automatisch, wenn man dann spielt, dann sortiert sich das um, du musst wieder zurücksortieren und rummachen. Oh, die Wände sind aber weiter hier, oder? Welche Wände meinst du hier unten? Die Wände sind hier weiter, die waren nicht so. Und der Boden ist auch komplett. Ich hatte ein bisschen Stein, weil ich über hatte ein bisschen reingepackt und die Wände schon mal vorjustiert. Mhm. Uiuiui, das ist ja wild hier. Sehr geil. Fleisch hast du gesagt. Das habe ich gar nicht. Ja, und drüben ist noch ungedörrtes Fleisch, wenn noch irgendwie was. Ach, das hatte ich ja gestern noch da. Ich hatte. Achso, nee, das hatte ich ja bestimmt schon kaputt. Oha! Da kann ich es ja mit dir mal testen. Ja, nee, wenn ich jetzt. Ah, das Fleisch geht aber eh kaputt. Das Fleisch geht gleich kaputt, also müsste ich es ja eh kochen, ne? Ja, das ist gleich alles wenn kaputt. Wenn du es kochst oder noch länger hält, als wie das Dörren dauert, kannst du es auch noch durch Dörren wieder neu. Theoretisch müsste sich das wieder erneuern vom Timer, ja. Ich würde das gerade Zutaten probieren, aber ich bräuchte Pilze hier. Aber cool. Also, das. Schön, heute ein bisschen Destiller gespielt, jetzt das hier, sehr geil, freue mich hier auch wieder zu sein. Gestern auch so gebockt. Ja, wenn ich jetzt koche, dann hält es halt auch nicht so lang. Aber ist egal. Theoretisch müsste sich ja eigentlich durchs Kochen wieder der Buff, das tut sie auf jeden Fall. Erneuern. Das tut sie auf jeden Fall, aber es hält hier dann auch nicht wirklich lang. Ja, deswegen müssten wir mal schauen wegen Kühlschrank, aber eigentlich ist es auch nicht so wichtig, weil man kann so viel kochen. Also immer wieder. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, Essen, man könnte höchstens gucken, je nachdem, was ist mit dem Ganzen, wenn man das macht. Sag mal schnell hier. Dass man gewisse Sachen vorkocht oder so ein bisschen. Oder ja, das mit dem. Die Rohzutaten aufhebt oder irgendwas. Das, ich würde in den Kühlschrank, wenn dann nur diese Sachen mit dem Buff reintun. Und ich würde dann, wenn wir mehr davon haben, einfach mit dem Buff so ein paar Sachen mitnehmen, falls ich mal irgendwo hinstellen laufen will. Dann kann man die Sachen halt einfach nutzen, ohne sich Gedanken zu machen, weil jetzt haben wir nur die Chili-Sachen und dann, wenn man dann die nicht hat und gerade die Invasion kommt, dann, ne? Hattest du die Invasion, hast du sie einmal ausgestorben? Bist du einmal gestorben? Ja, ich hatte mich komplett ausgezogen und dann einfach nur, weil ich hätte jetzt nicht. Denke ich mir, ja, ist ja auch. Musst du dich nicht stressen wegen dem hier. Weil das passte, ich war so und so gerade draußen mit Sammeln und alles fertig, war drin und hatte so und so gerade kaum. Nährstoffe und habe ich gedacht, da kann ich dann auch einmal alles ist egal spielen, nach dem Motto. Ja, ich hatte überlegt, das ja runterzusetzen. Also, ich hatte ja nichts mehr im Server gemacht, ich habe nur den Backup gemacht. Ob wir es auf 10 Tage setzen sollen oder so, dann sind wir ein bisschen entspannen können. Je nachdem.
Pilze brauche ich. Es sind zu wenig Pilze hier. Es sind zu wenig. Und Pilze kann man halt nicht stacken. Man kann doch Pilze in so eine Tasche dann auftun. Irgendwie. Ja, gut. In so einen Korb kann man Pilze. Das Blöde ist halt, Pilze. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es eigentlich die Möglichkeit gab, die dummen Pilze in irgendwie Samen zu verwandeln. Aber es geht halt nicht. Ich würde die einfach als Hydrokultur einfach anlegen, so nach dem Motto. Aber ach, keine Möglichkeit, musst du dann im Wald die Pilze nur finden. Okay. Ich weiß ja auch nicht, wie das Gewächshaus funktioniert. Kann ich ja auch mehr oder weniger fast vom Skill her theoretisch skillen. Mhm. Weil bevor ich jetzt anfange, gefühlt ein 4x4 Kachel großes Feld nur mit Blumenplätze oder so voll Bagger, kann ich genauso gut warten, bis ich das ja, dann machst du es einmal gescheit, ja. Machen kann. Und je nachdem, was das kostet, bist du im Endeffekt dann bestimmt mit den Ressourcen, die du dafür brauchst oder so, bestimmt schneller als wie, keine Ahnung. Ja, und du machst es halt nur einmal dann. Da kommt es darauf an, wie viel du da drin halt anziehen kannst, ne? So vom Ganzen, ne? Ich würde hier, wo die Küche ist, würde ich auf jeden Fall ein Regal hinpacken. Mit drei Kisten oder so, oder vielleicht einen Kühlschrank und dann die Rohmaterialien, die man so braucht, zum Teil reinbaggern. Ich muss mal gleich schauen, was wir für den Kühlschrank brauchen. Ich bin ja da sehr gut drin, genug zu finden. Haben wir ja gestern gemerkt. Aber was ich rausgefunden habe, wenn du ein Nähset und ein Messer in der Hand hast und ein Nähset in der Tasche und den Rucksack in der Werkbank, kommt bei dem großen Rucksack zumindest jetzt nur noch die Fehlermeldung, dein Schneiderskill ist nicht hoch genug, um zu reparieren. Und ich bin fast bei 3, also. Okay, da bin ich bei 0. Also ich habe jetzt ein paar Bilder. Wir testen mal kurz, wie das sich auswirkt. Also ich habe jetzt das hier. Ich mach mal hier. Fleisch müssen wir verbraten. Kraut. Braut. Och. Ja, ich wollte noch danken fürs Mitspielen und dann noch Tschüss sagen, aber du warst anscheinend schon AFK. Und jetzt habe ich doch noch angemacht. Wenn Hera da ist und noch aktiv ist, dachte ich mir, habe ich Bock. Okay, das verbrennt. Okay. Fleisch. Das hier. Na klar doch. Dann habe ich gleich zwei Dinge auf einmal gemacht heute. Beste. Okay. Okay, das geht. Schmackhafter, reichhaltiger Eintopf. Fleisch und Kraut geht auch. Fleisch, Kraut geht auch. Muss nicht Pilz sein. Dann mache ich. Ich gehe davon mal aus, dass die gewisse Sachen. Ich gehe mal von aus, Fleisch und Vegetable, also Gemüse, bei einigen Sachen einfach gleichgesetzt haben. Jetzt teste ich mal Fleisch, Kräuter und Pilz. Ich glaube, das geht nicht. Das kann sein, dass das ja gleich ist, dass das Kraut und der Pilz gleich ist. Das ist gut hier, Tower. Ausgeschissen, ja, das geht nicht. Okay, das ist kaputt. Also, das Beste ist. Aber wie habe ich die Gemüsesuppe hinbekommen? Gemüsesuppe ist vielleicht zwei verschiedene Früchte reichhaltige. Und Wasser oder so, ne? Keine Ahnung. Pilz, Kraut und Wasser. Ja, aber es hat auch Protein, es muss auch Fleisch dabei sein. Wie habe ich die denn hinbekommen? Weil das ist ja dann nur. Das ist ja dann nur so. Also zwei Fleisch und Pilze oder Kräuter ist egal, gibt immer den reichhaltigen Eintopf. Naja, das ist klar, das ist kein Buff. Buff muss immer Fleisch mit dabei sein. So, warte. Anstatt ein Fleisch, aber das ist der Gemüse-Eintopf. Weil Gemüse ist ja nur Gemüse, ist da gar kein Fleisch mit drin. Das habe ich schon vorhin gemacht, das geht nicht, das verbrennt jetzt schon. Ja, ich bin verpeilt.
das halt so. 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 Also zwei Autoreparatur-Kits haben wir aber noch, ne? Mhm, genau. Ich hatte gestern jeweils zwei gekauft und habe immer nur eins benutzt und hatten wir zwei plus. Richtig geil. Richtig toll. Ich habe drüben alles rausgeholt. Ja. Ich habe, wenn du reinkommst, wenn du die Kistenregal siehst, die linke Seite oben habe ich Essen und Dosen, da habe ich die Wasserflaschen und so, die wir haben, reingepackt, komplett, die drüben waren. Und die Bücher habe ich auch in Bücher und Zeichnungen alles reingepackt. Da müssten wir vielleicht dann mal hingehen und schauen, und sortieren, was wir doppelt. Mhm. Ja, genau. Macht Sinn, macht Sinn, ja. Und dann mal dann gucken, ob wir bei den Händlern entweder Bücher oder irgendwo je Bauteil oder was weiß ich. Macht schon Sinn. Brühe ist mit Wasser und Gemüsesuppe ist halt ja, mit Brühe, Kohlenhydrate und Proteine. Okay, die Brühe habe ich Wasser, Wasser, Pilz und Fleisch. Ja, das passt schon. Also zweimal. Okay, ich habe jetzt schon eine Menge. Ich kann gleich mal schauen, ob ich irgendwas leeren kann, so generell mal, weil ich habe jetzt eh voll. Muni, ich tue jetzt einfach irgendwie das rein, das passt jetzt schon. Also das sind die besseren hier. Das sind die starken Eintöpfe hier. Und die richtigen, die haben auch wirklich auch andere Farben hier da. So, okay. Also Kräuter habe ich uns schon ein paar Samen, also Samensäcke zum Anbauen schon fertig gemacht schon. Also wenn irgendwas ist, können wir es auf jeden Fall entsprechend dann. Was brauchen wir denn von dem auch zum Kochen oder so? Gibt es irgendwas Cooles? Also. Meinst du die Samen? Also wir haben auf jeden Fall Karotten, Kartoffeln, Kräuter, Gurke, Baumwolle, Leinsamen, Kräuter, also Erdbeere, Weizen, Mais, Tomaten. Also wir haben die meisten, ich sag jetzt mal, was es hier so gibt. Wir haben also von allen Pflanzen auf jeden Fall mindestens einen halben bis ein komplettes Stack. Also wenn ich das Gewächshaus habe, würde ich am besten davon, wo wir keinen kompletten Stack haben, erstmal ein paar anbauen, die wieder in Samen verwandeln, dass dann nochmal wachsen erstmal lassen. Ein bisschen an, weil ja, du kriegst ja teilweise zwei raus im Moment aus dem billigen Kompost, ehrlich gesagt, Pflanzbecken. Mhm. Da kannst du halt aus einem Samen zwei generieren. Das dauert halt ein bisschen, bis das dann fertig ist, aber ich würde das dann erstmal so ein bisschen hoch generieren, dass man dann hat und dann je nachdem, damit du was genug man hast will, und dann kann man es verbrauchen, ja, mehr vermehrfachen dann. Ja, klar. Verstehe ich. Mhm. Richtig. Ist gut. Klingt vernünftig. Hätte ich auch so gemacht. Was machst du denn da? Gerade was trinken. Weil ich noch Tabletten brauchte. Ach so, hier. Der hat das hier gemacht. Ach so, okay. Ach so. Das Verbrannte hat das eigentlich auch ein Verfallsdatum? Ja, ne? Das Verbrannte packe ich einfach mal in die Werkbank für Landwirtschaft, damit da einfach faulige Abfälle raus werden. Ich
Ja, wenn das klappt. Hey, ich sehe gerade, es kann doch nicht sein, dass du nicht das ein neues Stück. Ich dachte schon, dass du für einen Holzbogen neun Baumstämme brauchst. Oh Gott, ich brauche. Okay, ich habe neun gehabt. Ich wollte mit neuen Bogen basteln. Ein Baumstamm, zwei Leder, zehn Fasern. Okay, ich habe nur neun. Ich hab, Ja, wenn nicht, hier unten liegt immer noch der Metallbogen von mir mit noch fast voller Durability. Wenn nicht, verbrauch den einfach. ich weiß nicht, den würde ich ja gerne reparieren. Irgendwann, wenn wir halt können. Ja, oder dort. Deswegen, ich würde den halt gar nicht benutzen. Erst wenn das, wenn die Reparatur da möglich ist. Aber schön geworden. Echt geil. Macht auch eine Menge Ja, vor Spaß, allen generell hier Dingen. im Haus rumzulaufen und das zu umzusortieren und zu schauen. Ist Ja, cool. vor allen Dingen. Du siehst, die halbe, der eine Slot mehr in der Höhe, was das einfach für einen Platzexplosion mehr oder weniger ist, ne? Ja, aber du bist ja nur, das ist ja nur hier bei dem Lagerding, ne? Das ist ja Naja, nur aber hier, trotzdem. ja. Genau, ich mag das ja eh nicht so in Spielen. Das ist ja eigentlich noch gut hier. Also das ist ja noch sehr, sehr hoch. Ich mache ja meistens eine Wand und oben halt gerade. Und dann manchmal kommst du da so kriegst du schon fast Platz, weil das wo die Decke so nah ist. Aber hier geht's ja eigentlich echt. Also die Decke ist ja kaum. Oder ist es halt Also, wegen wenn ich Third mit dem Person? Charakter in einem normalen Raum stehe, von der Höhe her, und Hm? ich springe und ich komme schon instant, bevor ich halbwegs den Sprung An die Decke. halb ausgeführt habe, an die Decke, baue ich auch lieber den Raum 2 hoch, weil die Geräte dann Genau. auch meistens Und einpassen. ich hatte das bei Sons of Forest. Und da habe ich dann einen Baumstamm hoch plus noch ein Viertel oder so jetzt gemacht. Das ist da auch noch ein Projekt, das ich dann weiterführen möchte. Weil also eins hat nicht gereicht, zwei war zu hoch, aber so die Hälfte oder ein Viertel, nur ein bisschen mehr. Ist halt dann schon richtig geil. Macht halt dann mehr Spaß. Und Michen, sobald wir du. die ganze Verteidigung fertig haben und alles, ne, dann müssen wir mal gucken, dass wir dann entsprechend nochmal schnell hier ein bisschen Holz holen und dann anfangen. Entweder gehen wir Kohle aus der Mine farmen. Gibt es ja hier irgendwo, wo abwechselnd, glaube ich, Alu und Kohle drin sind, so Nodes. Können wir ja Und immer alles anbrennen. dann brauchen wir die Baum. Die Ja, Baumstämme ja. nicht umformen. Ja, gibt's das? Dann können wir alles immer laufen. Das ist ja gigantisch. Ja. Also laut Karte gibt es irgendwo auf jeden Fall eine der Minenhöhlen ist Aluminium und Kohle. Also so wie es aussieht, gibt es vier Minen und es sind immer zwei verschiedene Erze drin. So wie wir jetzt hier oben, was ist Mhm, das, genau. Salpeter und Eisen haben, gibt es glaube ich Genau. eine mit Lehm und Alu, dann gibt es glaube ich eine mit Kohle und Silber oder irgendwie sowas. Also unterschiedlich, dass es dann halt entsprechend passt, aber ich hab nicht nachgeguckt, wie genau wo was ist. Ich habe nur gesehen, dass es doppelt belegt ist immer. Ja, macht ja auch Sinn. Ich habe hier noch in der Tasche sogar die ein paar Anleitungen gehabt. Sehe ich gerade. Kann ich dann gleich einsortieren. Mich würde aber irgendwann dieses Ding interessieren, auch mit diesem Küken hier, was wir da machen können. Es wäre halt ultra, wenn wir da wirklich eine Farm züchten könnten. Wäre total witzig. Also Farm züchten, Tiere züchten auf einer Farm so. Das korrekt. Ja, das Teil, was man dafür Titel. braucht, kann ich theoretisch schon aufstellen. Der Blueprint. Ja, müssen wir nicht müssen jetzt machen, aber so generell wäre es halt schon cool, das auch irgendwann zu haben. Weil das ist schon witzig. Also wenn das funktioniert, dass man da wirklich eine schöne Farm hat, dann müssen wir aber echt schauen wegen den Zombies. Wenn die dann kommen und den töten, nee, dann raste ich aus. Die meine kleine Farm kaputt machen. Dann gibt's aber Krieg hier. Was sowieso schon gibt. Das Einzige, was ich jetzt gar nicht aufgepasst habe oder in den Rucksäcken nachgeguckt habe, ist, ob wir irgendwo noch Spitzhacken rumfliegen haben. Ich hatte gestern hinter das Auto, bevor ich losgefahren bin, zwei aus dem Auto geworfen, die liegen lassen.
Seitdem du die aufgesammelt hast, sind die nicht mehr da, zumindest. Weiß ich nicht, ich kann mal hier auch langlaufen. Nee, das war zwischen den zwei Gebäuden da. Zwischen dem großen und dem kleinen, dem alten, dem was Futter ist. Da ist es anscheinend dann despawned. Eigentlich. Die spawnt das eigentlich nicht so. Genau, das sollte eigentlich nicht despawnen. Das ist eigentlich noch nichts. Dann habe ich das vielleicht aufgehoben und irgendwelche bestimmt. Taschen bestimmt mit rein. Genau, das kann ich mir vorstellen. Die. Außer die Tiere, die spawnen, die sie getötet hast, nach. Irgendwie sehr schnell. Ja. Eine Minute oder so. Also wenn du nimmst, rein theoretisch, wenn wir wieder Militärrucksäcke finden, ne? Das Auto ist ja voller Militärrucksäcke, ich habe nur die. Dann lohnt sich eigentlich nur die Methanfleck, die ein Slot oder zwei Slot dünner sind von der Belegefläche im Inventar, als wie die normalen, dass man die dann nach und nach gegen die besseren austauscht oder so. Du meinst den Wanderrucksack oder was? Oder wie? Ich hab nicht verstanden, so was du meinst. Militärrucksäcke haben wir ja. Ist ja nicht. Okay, das ist alles leer, das Auto, okay. Ich hab doch gesagt, die haben alles einsortiert. Ach so, in Tarnfleck. Hast du noch leere Rucksäcke? Fürs Auto? Ja, die müssen wir dann durchsuchen, welche das sind. Weil ich hatte gestern hier alle durchsucht und hab dann, ist immer so gemacht, dass ich in der Tasche nichts mehr habe, sondern nur noch oben gemacht habe mit dem ganzen Stuff. Hab nur noch gespielt, dass ich oben habe. Ich weiß nicht, was ich noch machen wollte. Ich glaube, könnte ich hier irgendwie einmal ein Regal mit drei Kisten oder so irgendwo noch hinscheuern. Oder man setzt hier noch ein Regal hin. Oder passt das optisch nicht beim Durchlaufen? Ja, man könnte hier vor Kopf einzeln packen und macht dann einfach in dem Regal drei Kisten. Und in den drei Kisten kommen nur die leeren Rucksäcke oder so rein, dass man dann in den anderen Sachen echt dann nur die ausgepackten oder die komprimierten Rucksäcke oder so reinscheuert. Brauchst du fast gar nicht, wir tun die leeren Rucksäcke einfach immer ins Auto, oder? Also, und mein Auto sind leer, theoretisch, wenn man ausgeräumt hat. Dann brauchen wir ja gar nicht extra, einfach ins Auto rein. Weil da sind sie am besten aufgehoben, glaube ich. Weil wir nutzen sie ja eh im Auto. Ja. Immer vier leere im Auto. Also die Tierfarm braucht theoretisch 10 Stöcker, 10 Baumstämme, 10 Stein, 15 Planken ist langweilig. Wir brauchen aber 10 ja. Eisen dafür. Gute Nacht, Ezro. Schlaf schön, angenehmes Träumchen und danke nochmal. Die habe ich schon gefollowt, oder? Weil normalerweise, wenn ihr einen Raid kommt, tue ich immer aufrufen, kurz schauen, was gemacht wurde und gefollowt. Habe ich die schon gefollowt eigentlich? Mal schnell schauen hier. Ich bin verpeilt gerade. Vom letzten Mal, oder? Chat. Ja, habe ich schon. Bist schon. Habe ich schon. Okay. Habe ich schon gemacht. Alles klar. Ja, aber ich schätze mal, da müssen wir mehrere Sachen bauen, oder? Das ist ja nur ein so ein. Ist das nicht so ein so ein Zaun oder meinst du, die Farm ist halt ein ganzes? Das ist ein offenes Gebäude. Und ich gehe aber mal davon aus, dass wir das da wahrscheinlich mit. Du kannst ja, wenn du den Bau machst, ja so einen Zaun placen. Okay. Ich gehe davon mal aus, dass du. Dass die Tiere nicht wegrennen oder irgendwie so, weil du wahrscheinlich ummalen musst oder also. Ja, es muss ja irgendwie eingezäunt sein, komplett. Genau, ja. Ich mach das jetzt wieder so, ich tue alles, was ich nutze, nur oben in den Gürtel und lass meinen Sack immer komplett leer. Dann kann ich immer die Säcke tauschen. Lässt den Sack immer leer. Aha, verstehe. Ja, Main, oder? Richtig. Außer wenn ich pinkeln muss, ist er voll. Ich würde sogar den kleinen haben lassen. Eine Flasche. Ob das geht nicht, dann brauche ich das. Den Block habe ich jetzt eh nicht. Ich tue das dahin. Ich die sauberes Wasser dahin. Dahin.
Teile nicht unten lieber herstellen, anstatt hier oben? Geht ja super schnell. Ja, aber die ein Pfeil kostet halt 3000 Watt, ne? Du saugst damit die Batterien einfach instant leer, ne? Ja, so viel nicht. Ja, du verbrauchst pro Herstellung eines Items 3500 Watt. Boah, das wusste ich nicht. Ich dachte, wenn es halt länger läuft, eine gewisse Zeit. Okay, nee. Ist nicht zeitbedingt, das ist für Item bedingt oder was? Okay, bei dem Pfeil ist natürlich krass. Bei den anderen, bei dem Bogen dachte ich mir, das geht. Achso. Wieso hast du denn die Batterien leer gesorgt? Was ist mit dir los? wieso machst du sowas? Huch. Ja, das wusste ich nicht. Ja, hab ich gesehen. Hast du gesehen, was ich hier an den Türen gemacht hab? Noch nicht. Wenn du da reinkommst, musst du mal gucken, die Tür auf dem Boden. Bettverleger, Dings da, weißt schon, wie heißt das? Welcome. Ja. Macht man das aber nicht vor die Tür? hier ist am besten goodbye. Aber ja, passt. Sehr geil. Der lädt jetzt Hobbys ein, damit du sie massakrieren kannst. Das ist toll. Ja, wo gehe ich denn gerade raus? Verkehrt aussehen. Ich wollte die Flaschen halt irgendwo reinmachen. Ach, da ist denn gar keine Kiste mehr. Okay. Echt? Hast du sowas? Welcome to Mordor? Im Hausflur oder was? Damit das jeder sehen kann, der vorbeigeht oder wie? Die Flaschen sind hier oben. Achso. Geil. Ach, Essensdose, okay. Das ist ja wild. Das ist ja wild, Tumops. Sehr geil. Ich müsste ja auch mal saufen hier. Ich meine, ich bin hier komplett leer. Ja, das ist nice. Ist er dann eigentlich bekannt? Kennt ja jeder, der kommt. So. So, dann wollte ich noch, was brauche ich hier? Kohlenhydrate, okay, die kriegen wir hin. Kriegen wir hin, habe ich ja hier so eine Menge. Boah, die laufen alle ab, die ganzen Suppen, ne? Wenn du willst kümmern, kannst du die auch mal kurz. Mich kennt hier jeder, echt? Bist du so als Tollpatsch bekannt, oder was? Schade, dass man nicht zu zweit auf die Kiste zugreifen kann. Das haben sie, glaube ich, nur begrenzt wegen den XP-Punkten. Schätze ich mal. Ich lasse dich auch eine Reihe, warte. Bisschen was. Kohlenhydrate brauche ich noch. 15 nehme ich das noch. Dann habe ich es dann gleich. Zack. Und nochmal 15. Okay. Da muss ich meinen Charakter hinlegen, er hat Kraft 12. Jetzt habe ich Durchfall. Oh, komm schon! Achso, da ist ein Tee drin. Kannst du mir kurz einen Tee rauswerfen? Einfach auf den Boden, dann kann ich den Tee trinken. Dankeschön. Ich hab dir extra Tee gemacht hier. So. So, und dieses Lerndings da, was habe ich gesehen? Essen, Dosen, Bücher. Zeichnungen? Ja, genau. Hauptzeichnungen. Ja, da sind aber auch mittlerweile Bücher reingerutscht, weil es halt nicht genügend Platz war. Moment. Ich hab nämlich noch eine Zeichnung, ich weiß nicht, wie ich die hinten soll. Ja. So viele Werkzeugdinge. Oh, hier sind die Rucksäcke, okay. Unten ist leer, oder was hier? Okay. Einige Kisten, die nicht benannt sind, sind aber auch noch leer. Da habe ich nur noch nichts reingepackt. Ich schon einfach die Zeichnung hier rein. Passt. Okay.
Mein Char hat 10 Dings da. Wollen wir mal kurz pennen? Ich weiß nicht. Ich könnte mich auch hochessen. Kurz eben noch ein, zwei Bücher schnell lesen. Ein bisschen die Inspiration noch um ein, zwei Punkte. Ach stimmt, das will ich ja auch machen. Warte. Das kann ich auch noch machen. Aber so viel Inspiration kriegst du nicht vom, vom Dingsten, vom, Schlafen. Oh, ich habe jetzt einfach random aufs erste geklickt. Was lese ich denn jetzt hier? Kommst du nicht mehr durch, oder? Ich lese Ingenieur 5. Willst du durch? Ich guck grad nur. Achso, dann guck ich halt auch noch. Dann kann ich weitermachen. Kochen fehlt mir noch ein bisschen Level, dann bin ich durch. Mythologie, okay, ich habe gar nicht in die Öfen geguckt. Medizin bin ich fast bei 3. Jetzt hat er schon keine Lust mehr. Nach zweimal lesen? Was ist das für ein faules Schwein? Ja, die größeren Bücher ziehen mehr Motivation ab pro Lesen. Achso. Das ist ja natürlich komplizierter, komplexer und natürlich ein bisschen für die Nerven, ne? Verstehe ich schon. Das bringt halt gar nichts, dieses Ding, ne? Diese ja, aber egal. 34 jetzt. 34 hätte irgendwas mit 30 oder so. Oder 20. Ja, motiviert ist er nicht. Also, ich habe hier oben in meiner Kiste ganz, ganz viel Alkohol. Wenn du Bock hast, kannst du auch ein bisschen Alkohol saufen da oben. Ich habe es nur dahin getan, weil ich nicht wusste, wohin. Ja, das ist nicht traurig. Du hast doch Zigarette dahin. Sie, ja. Wie schaut es bei mir eigentlich aus? Was müsste ich denn für den Kühlschrank machen? Technologie, ich bin glaube ich eigentlich fast. Ja, hier. Ich brauche nur 3 Kabel, um zu lernen. Das kriegen wir hin. Elektron 4, Ingenieur 3 Maschinen. Ich müsste ja nicht alles haben. Okay, 3 Kabel würde ich finden irgendwo. Die sind in der ersten Außenkiste vorne. In der Mitte müsste, glaube ich. Hier müssten die Kabel sein, eigentlich. Ach, das ist die Außenkiste. Ich habe vorhin, glaube ich, welche gesehen. Zwischen diesen Elektroteilen oder so, gell? Ja, ja. Mittlere Kiste müsste, glaube ich, drin sein. Ne, hier sind die anderen die nicht. Dann war das einen höher. Dann ist das die obere Kiste in der Reihe. Genau, genau. So kurz gejuckt. Zack. Schauen wir mal, was das an Ressourcen da kostet. Lernvoraussetzung nicht erfüllt? Oh, hey, okay. Habe ich Elektrotechnik noch nicht 4? Warte, Elektrotechnik? Hab du brauchst die Zeichnung eines Kühlschrankes noch im Inventar. Ach, hast du... Echt, hast du gesehen auf der Stelle oder was? Achso, da steht ja. Ich hab's nochmal gerade auch reingeschaut. Also Zeichnungen habe ich alle, die wir haben, jetzt da unten in die eine Kiste und wo Zeichnungen draufsteht, reingepackt hat. Genau, außer ich habe eine Zeichnung noch irgendwie... Ah, habe ich sogar. Cool, dann kann ich die andere Zeichnung hier hin tun, da ist wieder ein Platz. Ich habe eine... den hingetan. In die Essens Ding, glaube ich. Kühlschrank, okay. Sollen wir den oben hinstellen? Ja, ich würde schon sagen. Was denn noch dahin? Oh, okay. Das ist ja mal wild. Meinst du so dahin zwischen die? Okay, ist jetzt sehr nah an dem anderen, aber ist ja nicht, glaube ich, nicht schlimm. Oh. Bin ich so bauen? 5 Glas. Oh Gott. 3 Gummi, 3 Plastik. Wärmetauscher. Ich brauche noch einen Wärmetauscher. Aber den gibt es ja genug.
Die gibt's, ja, die gibt's ja immer. Wir ja, Glas müssten wir immer noch Stein und Lehm wohl am Flughafen davor auf der Fläche gibt voll viel. Wenn nicht, fahren wir einfach mit dem Auto los ohne Rucksäcke und machen einfach erstmal nur Lehm und wo rein. Und was ist mit Kalk? Brauchen wir nicht mehr oder was? Wir haben im Moment ein bisschen, aber wir könnten auch gucken und oben neben dem Flughafen zu der einen Mine, wo Kalk und Lehm, glaube ich, war sogar Kalk und Lehm in einem, oder? Weiß ich gar nicht. Da brauchen wir aber dann mehrere Spitzhacken. Ich habe nämlich nur eine, die kaputt ist. Also fast kaputt ist. Haben wir Metall sowas Spitzhacken? Nee, oder? So richtig starke? An oben, die neben Flughafen, ist eine. Ist Kupfer und Lehm. Nee, Leim. Doch, nee, Lehm ist nicht Leim, ne? Stone. Limestone ist eher Kalk, oder? Ne, Klee wäre unten mit Silber zusammen. Auf der Insel ganz unten. Ne, oben wäre Kalk und das. Da müsste man vor dem Flughafen auf dem Gebiet hast du ja eine Menge. Lehmvorkommen auch so dazwischen stehen, die könnte man holen. Okay. Ja, dann können wir das ja machen. Ich muss nur mich kurz waschen irgendwie. Nee, wir könnten auch unten zum Brunnen an der Stadt kurz gehen. Achso, ich dachte jetzt immer, okay, die Flasche müssen wir nicht verwenden, die geht ja kaputt. Okay, ja gut. Zu Fuß sagst du? Hey, wieso kann ich meine Taste nicht mehr drücken hier auf der Maus, dass ich die Map öffne? Mein IQ, ist das wie IQ wieder abgestürzt oder was? Wegen meiner Maus? Ich habe die Taste umbelegt auf die Maus, jetzt kann ich nicht mehr, habe ich kein Map mehr. Wenn es nachher nicht geht, stecke ich wieder an. Oh, was für eine Freiheit Wireless doch ist, ey. Schon nach 2 Sekunden Wireless bin ich einfach frei. Oh, wie geil sich das anfühlt. Ich hätte gleich die Flaschen mitnehmen können, alle auffüllen, aber egal. Kann ich immer alles machen. Wireless-Maus, aber es gehen halt Tasten nicht mehr, wenn ich sie wireless betreibe. Also schon, aber nur ganz kurz. Erstmal Wischiwaschi, sagst du? Hier ist zum Beispiel auch sehr, sehr viel Lehm in der Gegend. Ich habe halt jetzt 2 Steine vorkommen und 1 Lehm vorkommen und habe fast eine komplette Reihe im Rucksack, jeweils ein Stack voll davon. Okay. Ich muss halt mehrere Steinechsen mitnehmen, weil die sind ja gleich kaputt. Du musst eigentlich nur gucken, dass du immer einen Ast oder eine Reihe von Ästen in der Tasche hast, wenn du die normalen Spitzhacken nutzt. Wobei ich dafür bin, dass wir gleich irgendwie gucken, dass wir vielleicht ein paar gucken, dass wir noch mal ein paar größere Steindinger kriegen. Dass wir anstatt Steinäxte dann irgendwie Metalläxte oder so nehmen. Und mal gucken, ob da mehr rauskommt. Ich glaube nicht, dass mehr rauskommt. Du brauchst einfach nur nicht so viel Schläge wegen mehr Schaden und so. Hier ist ja auch Lehm, lol.
Ein Ziegel habe ich hier gefunden für dich. Ja, immerhin, ein Ziegel ist fast ein Stack Lehm. Baumwolle. Achso, ich hole gleich den Wärmetauscher, den ich schon da bin, würde ich sagen. Guck mal, hol ich den gleich. Der ist da vorne. Also müsste er nicht. Das müsste eigentlich in jedem Haus sein. Nicht im Haus ist ein Kühlschrank, oder? Frage ist nur, ob in jedem Kühlschrank auch einer drin ist. Oha, Essen, Essen. Boah, ich kann hier nicht weg, ohne zu looten, so ein bisschen. Ich bin halt einfach verrückt. Alter, ich kann nicht mehr, ich kann nicht weg. Gott, was ja, es gibt wieder so viel Essen, hä. Wir müssen 20 Kühlschränke hinklatschen, dass wir einfach alles immer voller Essen haben. Also hier zum Beispiel in der Küche war es jetzt nicht. Sauger, dann geht's nicht mit hier. Haben genug. Always Coca-Cola. Immer schön Munition. Also Munition nehme ich auf jeden Fall safe mit, egal was ist. Achtziger Batterie habe ich hier. Kleine Haushaltsbatterie. Können wir verwenden, ne? 80 ist auf jeden Fall schon mal okay. Schon mal ein Ticken mehr als 60 Autobatterie. Stimmt, hatten wir gestern schon mal. Gleiche Konversation. Jetzt weiß ich es wieder. Und nochmal eine 120er. Main! Dann lass die kleine entweder liegen oder nehmen wir. Ich habe beide jetzt erstmal. Ich habe jetzt erstmal beide. Ich freue mich wegen sowas. Ach, da schau ich, Alter. Eine 80er. Ich wollte schon sagen, noch eine 20er. Also noch eine 80er. Ich war jetzt schon ein bisschen, schon zu sehr hyped. Ich war schon zu sehr hyped. Ich laufe schon mal zurück. Noch eine 80er. Ich hab ein bisschen Stein und Lehm in der Tasche und bin voll. Noch eine 80er. Ach, stimmt, wegen Gewicht, ja, Lehm habe ich auch noch drin. Und noch eine 80er. Jetzt ist aber... Was ist denn mit diesem Haushalt hier? Die bunkern Batterien. Was ist denn hier generell los? Geil, Mann. Sagt euch, ich bin, weißt du, hier, was das hier angeht, das geht gut im Looten so. Ich bin immer wilde Sachen. Wenn das nur in jedem Game so wäre. Scheiße, ich hab keinen zweiten Rucksack dabei. Nicht für dich. Ist das deren Haus oder was? Aber weißt du, dass ich da bin? Ah, hier gibt's Pilze. Aber Pilze stecken sich nicht, gell? Nee, leider nicht. Die sind auch so blöd, irgendwie da mit so blöd in der Tasche zu tragen. Ich meine, ich habe jetzt keinen Platz mehr für den Wärmetauscher, aber wir können mal schauen, ob der da ist. Oh, da ist noch ein Zombie im Haus. Oh, okay, One-Shot! Hier habe ich einen Wärmetauscher. Alter, was wiegt denn das Ding? Scheiße. Das ist ja schwer. Noch ein bisschen. Brauchen wir... Ja, Baumwolle nehme ich mit. Das ist selten, oder? Ich glaube, Baumwolle nehme ich echt mit. Das ist selten. Okay.
Wärmetausche mitgenommen. Ich habe nie so in diesen anderen Häusern geschaut. Ich habe nicht so viel Munition. Was mit denen? Boah, Gewichter, scheiße. Jetzt hätte ich noch einfache Teile. Ich nehme auf jeden Fall empfindliche Teile mit. Einfache Teile mehr viel. Weil empfindliche Teile, glaube ich, brauche ich 20 Stück oben. Ich bin schon wieder ein Loot, war ich gerade nicht. Hera, hilf mir. Ich wollte doch nur kurz. Also, Mann. Ich wollte nur kurz die Mehrmetausche holen. Jetzt bin ich schon wieder im Bahn. Ja, dann nimm den noch mit und lass den Rest erstmal liegen oder so. Ich hab alles da, ich passt. Ich hab. Batterie habe ich, Mehrmetausche habe ich alles voll. Alles gut, ich habe alles, was ich brauche hier. Wir müssen Schafe. Müssen wir haben, wir Baumwolle mehr kriegen. Das wäre wild, wenn sowas geben wird. Wir haben Schafe Baumwollsamen mehr oder weniger schon ein bisschen, die ich auf Baumwolle gezüchtet habe. Ich brauche halt nur das Gewächshaus herstellen. Dann geht es theoretisch ein bisschen weiter. Penicillin nehme ich mit. Nehme ich mit. Aber es gibt nur Behandlung von Infektionen. Ja, okay, krass. Das ist eine kleine Mist. Was wiegt denn das Ding? Gar nichts. Auf jeden Fall kommt so ein Standardding hier rein. Mehr ist wichtiger als Adrenalin. 40 Ziegel brauchen wir. 40 auf 4. 120 Lehm brauchen wir. Dann kann ich das Haus so weit zumachen, dass die Öfen überdacht sind, dann laufen auch die großen Schmelzen, dann können wir wieder Eisen und alles durchgehend ballern, wenn wir dann halt entsprechend die, sag mal schnell hier, Dinge holen, ja. Kohle oder so geholt haben. Jetzt geht diese Maus wieder nicht, Alter. Ich kann keine Map öffnen. Ah, jetzt geht's wieder. Schnell, ja. Bin auf dem Weg, kein Problem. Steuerfahndung, dich gibt's ja noch. Ich hab nur gesehen, du bist letztens aus dem Discord raus. Ich hab so eine Party gefeiert, Alter. Ich war so froh. Bekommst du die ganzen News gar nicht mehr mit hier, die ich jeden Tag poste. Wenn ich online gehe, was ich spiele. Wir haben 3 bis 4 dedicated Server hier, Survival Games. Wir spielen so viele Sachen hier. Steuerfahndung! Bis Gott! So, fertig mit der Zusammenfassung. Was geht? Was geht bei dem da? Liege in der Nacht hier. Gewicht für ein Schwein. Ach, auf einmal ist hier der Ton an, deswegen. Ich dachte schon, das habt ihr gar nicht gehört. Ich habe irgendwelche Geräusche gehört, die ihr gar nicht gehört habt. Da ist jeden Tag Action. Da werden Bilder gepostet und wie allgemein irgendwelche Bilder von Voodoo, da werden Bilder gepostet noch von Sachen, da werden Sachen bei mir geschrieben in Stream-Einkündigungen. Wenn die Server geupdatet werden, ich habe 3, 4 Server, die ich aktuell betreibe hier und update. Also, aber Steuerfahndung, vielleicht ist es besser so. Voodoo postet Bilder, was das Zeug hat, ich tue auch posten, so viel es geht. Aber nichts Unnützes halt, weißt du, ich meine. So. Ich habe letztens mal zum Test Halo gespielt, sage ich dir.
habe ich dann 50 Sekunden ein kurzes Video gemacht auf YouTube. Fand ich stark. Einfach mal so wieder rein. Eine Runde einfach so. Eine Runde fertig. Aber so Randy eine Runde. Ist halt schon immer komisch. Sind denn Survival Games für dich was, Steuer, Fandi? Ja, hier, das ist gesteckt. Okay, krass. So. Oder kennst du eins davon? Kennst du Icarus? Habe ich wieder angefangen. Kennst du No One Survived? Siehst du hier, spiele ich. Kennst du Son of Forest? Bin ich auch aktiv. Kennst du Dysteria? Auch aktiv, auch mit Server. Und halt auch WoW. Gigantisch, Mann. Und Herathas sagt nichts, weil er gemütet ist oder weil er nicht da ist? Hm? Nö, ich bin hier gerade. Achso, okay. Ich dachte, du hast wieder vergessen, dich zu entmuten, dann. Nö. Kommst du irgendwann und sagst, ey, huch, ich war gemütet hier. Also oben die Batterien sind voll. Ist voll. Wollte ich dir sagen, wie es ist. Es ist voll. Lol. Macht man da hier einen halben Sprung über den Platz, nur da hier nicht dumm ist, die Leiter hochzuklettern gefühlt. Leer das zu drücken, sind wir wild. Ich versuche hier gerade eine Stelle zu finden, dass ich hier oben die Decke ausgebaut kriege an der Stelle, aber irgendwie. Macht das nicht und im Sprung kriegst du das nicht hin. Sag, wie es ist, du tust dich nicht immer so leicht in manchen Dingen. Oder? Wie sind eigentlich deine Viewer hin? Hat das in der Wegwelt? Ja, darüber haben wir vorher geredet. Momentan ist halt wild. Das weiß ich nicht. Keiner mag mich mehr. Ich bin gecrashed, bin abgestürzt und 24/7 ist ja beendet seit August letzten Jahres. Genau da, wo du auch warst, Steuerfahndung. Du warst ja seitdem auch nicht mehr da. Da, wo du warst, sind oder waren die auch? Was soll ich sagen? Bin out. Das Gag-Turn ist vorbei. Was soll ich machen? Wir haben es vorher schon drüber unterhalten. Da habe ich mich schon wieder aufgeregt, aber ich habe dann das Thema lieber gelassen, weil ne, sonst lege ich mich echt wieder auf. Ich bin wieder Anfang, ja, das ist das Schlechteste. Ich mache es seit 9 Jahren bald und das ist die schlechteste Zeit jemals und es hat sich so beschissen entwickelt, das scheiß Dreck-Switch-Game und alles. Also, aber... Was soll ich machen? Ich kann niemand zwingen. Ich tue mein Bestes Tag für Tag. Jetzt ist eine Steuererfahrung wieder, jetzt wird alles besser. Du hast sie ja mitgenommen, die Zuschauer. Und jetzt bringst du wieder zurück. Hast du mir gesagt. Vielen Dank. Das ist 10 Stück. Ach du Scheiße.
Scheiße. Hast du noch Lehm mitgebracht gehabt? Oder? Hatte ich, aber ich konnte dann nicht mehr die mitnehmen, weil ich den Wärmetauscher reintun musste. Also nein. Also, wo, der Wille war da, aber der Platz war nicht da. Es sind halt noch zwei Elemente, zwei oder vier Elemente mindestens, die noch ausgebaut werden müssen, damit die Ofen funktionieren hier drin, wenn es regnet. Könnte ich aber machen, wenn du willst. Gummi, Plastik. Gummi haben wir eh genug, hä? Gummi und Plastik. Scheiße, muss ich wieder hier liegen machen? Du musst halt wieder die Werbetrommel rühren hier, Steuerfahne. Zeit wird's. Plastik haben wir. Gummi. Plastik. Diese Dinge sind bestimmt drüben, oder? Diese Teile, das Plastik und sowas. Weiß ich ja noch. Dann habe ich jetzt mal da rein. 3 Plastik. 5 Aluminiumbahnen. Ich weiß, du warst ja so ein perverser Merse, der denkt, beim Schlafen beobachtet hat, Steuerfahrer, ne? Das weiß ich noch hier. So ein perverser warst du. Oder bist du? Das weiß ich. Gab's aber danach nochmal so ein paar so Wochen. Ich hatte zum WoW-Start hatte ich auch 2 Wochen gemacht, mal durchgehend. Zum Rage-Start glaube ich auch mal eine Woche. Also immer mal wieder so bei so Special-Sachen. Je nach Zeit, geht ja auch nicht mehr zeitlich oder je nachdem ich mich fühle. Aber hey, ich probiere gerade einen Rollator durchzusetzen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe im Real Life. Stefan, was meinst du dazu? Freust du dich? Kann zwar immer noch nicht auf die Füße aufdrehen, aber werde ich schon irgendwie machen. So, was machen wir denn jetzt hier? Hab ich. Ich bräuchte noch eine Spitzhacke, dann könnte ich das noch mehr holen. Hier, warte mal. Achso, jetzt fällt mir gerade auf, diese... Achso, stimmt, die Werkbank ist ja noch da. Ich dachte, die wäre gar nicht mehr da. Oha, ist hier viel Fleisch. Hab ich doch gesagt, dass ich in der Werkbank Fleisch drin habe. Ich dachte mir, da ist Fleisch, aber ich dachte nicht so viel Fleisch. Ich hast du das gesagt. Ich habe vorhin ein paar Sachen mit durchgedörrt, während ich unterwegs war. Holzstock und 3 Steine. Müsste oben noch sein. Holzstock und 3 Steine. Holzstock nicht mehr. Kaputt gehen? Ja, ich habe erstmal eine. Da muss man dringend schiffen hier. Komm gleich.
Aber für einen Pfeil 3500 Watt, das check ich immer noch nicht, aber okay. ja, gesundheitlich habe ich gesagt, spreche ich nicht mehr im Stream darüber, Steuerfahrer. Nur wenn mich jemand konkret fragt, der halt weiß, was mit mir ist. Und ich versuche mich ja so zu geben, oder ich gebe mir so, sobald es ein IO wäre. Weißt du? Und selbst der mich kennt, das sagt sogar, freut mich, dass es dir gut geht. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's auch gut und du schaust mal wieder vorbei. Also, aber nicht so oft, weil sonst kann deine Fresse nicht lesen, Digga. Reicht schon hier. Danke für den 2023 Besuch hier. Wie lange hat denn der Durchfall? Hat man nun endlich Durchfall oder hört es irgendwann auf? Ja, bis du dich ausgeschissen hast, ne? Ja, dann geh doch scheißen. Verdammte Scheiße. Bist du denn noch aktiv an was zocken? Steuerfahndung oder was treibst du? Ich habe halt viel WoW gespielt, jetzt mache ich Survival und WoW und dann mache ich halt so wie hast halt immer, ich mache halt immer WoW und Survival. Ne? So die letzten Jahre WoW, Survival und dann ein bisschen Racing oder so mal. Die drei Genres bediene ich halt. Und auch sehr viel auf YouTube kommt ja täglich. Nee, der Durchfall geht nicht weg. Geht nicht weg, Durchfall. Da muss ich mir so eine Scheiße kochen hier mal schnell. Ich hab die gerade eben alle weggetan. 1000 Pilze und so. Wollte eigentlich jetzt noch die lieben Sachen wiederholen. Da ist ein Schwein vor unserer Tür. Gut, dass ich im Haus stehe, ne? Ach so, ja, vor dem Tor, nicht Tür eigentlich. Ich laufe mit Durchfall durch den Wald. Ich hoffe, das Schwein riecht mich nicht. Mit anderen Worten, man braucht einfach nur der braunen Spur folgen. Ja. Wieso gibt es keine Kräuter hier? Ich habe die vorhin alle eingesammelt, wa? Dann hoffen wir mal, dass Cartman nicht mit seiner Flöte den braunen Ton irgendwo hier in der Gegend spielt, ne? Das ist nämlich in einem American Pie. Wenn du die Szene kennst. Bald wo er den Kuchen nagelt. Nee. Wo die Trompete in den Arsch schiebt und die andere das spielt danach. Ach so. Also das ist doch. Weißt du, das fand ich ziemlich geil hier. Steuerfahrer macht das täglich. Jetzt kann man sich aussuchen, was von beiden. Trompete spielen oder in den Poppisch. Also, ne? Egal welches Loch halt. Dann wäre die interessantere Frage, macht das mit Tat oder flüssig, ne? Bei dem einen hast du Probleme beim Durchsetzen und bei dem anderen hast du Luftblasen oder was? Man probiert sich halt so durch, ne? Also. Na schon, vielleicht beides. Immer noch drauf. Ja, ich koche dir gleich einen Tee. Ich sammle schon Steine. Aber man sieht genau, wo er langgelaufen ist. Auf dem Feld sind überall schon so braune Splalaumspuren zu sehen. Ja, siehst du hier? Siehst du da? Da hier, was braun hier. Das ist alles von mich. Das ist alles von mich. Jetzt brauchen wir nur noch Be Water, my friend. Tag. Zwei Kräuter? Ne, zwei Wasser, ein Kraut, oder? So rum war das. Sollen wir noch Strom haben für das? Es ist schon wieder aus hier. Ich wollte es eigentlich nachfüllen.
Erst trinken wir einen schönen Tö und dann können wir. Müssen wir nicht mal so scheißen. Also haben wir nicht so viel Scheißerei mehr. Solange bis er wieder was ist. Ja. Schon ein Reizdarm hier, der Typ. Fertig. Dorf voll ist weg.